Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hatte im UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Krise auf der Krim blockiert. Moskaus UN-Botschafter legte bei der Abstimmung in New York ein Veto ein. In der Erklärung sollen alle Staaten aufgerufen werden, das morgige Referendum nicht anzuerkennen. Die moskautreue Krim-Führung will die Abspaltung von der Ukraine erreichen, um sich dann Russland anzuschließen. Der Westen und die ukrainische Regierung halten die Abstimmung für völkerrechtswidrig. Sondersitzung des ukrainischen Parlaments. Mit einer großen Mehrheit erklären die Abgeordneten des Regionalparlaments auf der Krim für aufgelöst. Es besteht jetzt die reale Gefahr einer russischen Invasion, sagt Übergangspräsident Turchinow. Russland, erhebe dich, rufen sie am Ende, um die Kriegsgegner zu unterstützen, die heute in Moskau auf die Straße gingen. Die Krim gehört zur Ukraine, sind diese Demonstranten überzeugt. Eine Besetzung und imperiale Ambitionen seien für einen zivilisierten Staat nicht akzeptabel. Mich beunruhigt, dass unsere Gesellschaft so gespalten ist und dass so viele hier unter dem Einfluss dieser schrecklichen nationalistischen Propaganda stehen. Der ukrainische Grenzschutz ist in Alarmbereitschaft. Hier in unmittelbarer Nähe zur Krim-Halbinsel sollen russische Soldaten eine Gasanlage heute in ihre Gewalt gebracht haben. Das wäre die erste russische Militäraktion auf ukrainischem Gebiet außerhalb der Krim. Der Außenminister forderte einen sofortigen Rückzug der russischen Truppen. Er kündigte ein Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär am Montag an, um militärtechnische Hilfen für die Ukraine zu besprechen. Auf dem Maidan haben Bürger heute für die Einheit der Ukraine demonstriert und zugleich ihre Solidarität mit den Bewohnern der Krim erklärt. Sie ließen weiße Ballons aufsteigen gegen einen Krieg. Im Osten der Ukraine hat es erneut gewaltsame Zusammenstöße zwischen radikalen Gruppierungen gegeben. In Charkiw gerieten offenbar pro-russische Kräfte und radikale Nationalisten aneinander. In Donetsk wurde ein Sitz des Inlandsgeheimdienstes von pro-russischen Demonstranten gestürmt. Tatenlos schaut die Polizei zu, wie pro-russische Demonstranten den Sitz des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes in Donetsk belagern. Selbst als das Gebäude gestürmt wird, greifen sie nicht ein. Außer zerbrochenen Scheiben entsteht kein Schaden. Die Menschenmenge zieht schnell wieder ab. Auf dem Leninplatz im Stadtzentrum bilden sich lange Schlangen. Männer und Frauen tragen sich in Unterschriftenlisten ein. Referendum. Sie wollen ein Referendum, genau wie auf der Krim, mit zwei Wahlmöglichkeiten. Soll das Donetsk-Becken ukrainisch bleiben oder sich Russland anschließen? Die Demonstranten ziehen weiter zur Polizeizentrale. Sie verlangen, dass die Männer freigelassen werden, die in die tödlichen Auseinandersetzungen von Donnerstagabend verwickelt sein sollen. Der Polizeioffizier zeigt Verständnis. Er erklärt uns, dass man die Forderungen sofort prüfen werde. Er will deeskalieren, aber vorsichtshalber stehen schwer bewaffnete Einsatzkräfte direkt um die Ecke. Vor der Trauerhalle des Krankenhauses von Donetsk nehmen Angehörige Abschied von dem 22-Jährigen, der Donnerstagabend erstochen wurde. Er hatte gegen Russland für die Ukraine demonstriert. Gestern Abend kamen erneut zwei Männer ums Leben, diesmal in Charkiw. Nach Medienberichten sollen beide pro-russische Demonstranten gewesen sein. Russland wirft der ukrainischen Regierung vor, die Lage nicht im Griff zu haben und erklärte, man sei bereit, russische Landsleute in der Ukraine zu schützen. Zur Lage auf der Krim, einen Tag vor dem Referendum, jetzt Stefan Stuchlik aus Simferopol. Trotz massiver internationaler Kritik und den möglichen weitreichenden Folgen für die Weltpolitik laufen hier auf der Krim die Vorbereitungen für das Referendum morgen unverdrossen weiter. 1,5 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Die Urnen werden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet bleiben. Die Frage wird lauten, wollen Sie einen Beitritt zu Russland oder eine verstärkte Autonomie der Krim innerhalb der Ukraine? Man hat uns bereits auf einer Pressekonferenz die internationalen Wahlbeobachter vorgestellt, darunter zwei Mitglieder des Europaparlaments, die allerdings auf Nachfrage erklärt haben, als Privatperson an dieser Beobachtung teilzunehmen. Der selbsternannte Ministerpräsident Aksjonow hat bereits gestern erklärt, er erwarte eine Wahlbeteiligung von weit über 70% und ein klares Votum seiner Bevölkerung für einen Beitritt zu Russland. Und es ist aus mehreren Gründen davon auszugehen, dass seine Vorhersagen zutreffen werden. Und damit zurück zu Jens Riva.
Der Fall des verschwundenen Flugzeugs der Malaysian Airlines bleibt rätselhaft. Nach neuesten Erkenntnissen der malaysischen Behörden wurden an Bord offenbar die Geräte für eine Ortung abgeschaltet. Dann sei das Flugzeug auf einen anderen Kurs eingeschwenkt und noch mindestens 6,5 Stunden in der Luft geblieben. Die Suche soll nun westlich von Malaysia fortgesetzt werden, in einem viel größeren Gebiet als bisher. Zuerst war es nur eine Vermutung, heute dann die Bestätigung. Malaysias Regierung ist sich sicher. Die vermisste Boeing ist deutlich von ihrem Kurs abgewichen und zunächst Richtung Westen geflogen. Alles deutet darauf hin, dass jemand die Kommunikationssysteme an Bord absichtlich ausgeschaltet hat. Auch wenn mehrere Medien berichten, dass die Maschine entführt worden sei, möchte ich noch einmal betonen: Wir ermitteln in alle Richtungen, um herauszufinden, warum der Flug MH370 seine ursprüngliche Flugroute verlassen hat. From its original flight path. Nachdem der Radar die Boeing vor der Ostküste Malaysias verloren hatte, soll die Maschine Kurs auf den Indischen Ozean genommen haben. Die neuen Satellitendaten liefern zwar keine genauen Koordinaten, doch nach Angaben der Regierung soll es 2 Korridore geben, in denen sich das Flugzeug bewegt haben könnte. Ein riesiges Gebiet von Zentralasien bis zum südlichen Indischen Ozean. Die bisherige Suchaktion im südchinesischen Meer wird abgebrochen. Doch allein die Ausdehnung auf den Indischen Ozean erschwert die Suche enorm. Die USA haben einen Zerstörer und ein Aufklärungsflugzeug zur Verstärkung entsandt. Malaysias Ermittler stehen vor einem Rätsel. Fast 7 Stunden nach ihrem Verschwinden soll die Boeing noch ein Signal gefunkt haben. Wurde die Maschine entführt oder ist sie vielleicht wegen Treibstoffmangels abgestürzt? Quälende Ungewissheit für die Angehörigen der Vermissten. Der Druck auf Malaysias Regierung wächst damit weiter. Das Verschwinden des Flugzeugs wirft viele Fragen auf. Einen Überblick über die bisherige Spurensuche finden Sie auf tagesschau.de. Internationale Hilfsorganisationen haben vor dem Heranwachsen einer verlorenen Generation in Syrien gewarnt, genau 3 Jahre nach Beginn des Aufstands gegen Präsident Assad. Syrische Kinder wüssten mehr über Gewalt und Unsicherheit als viele Erwachsene, teilten die Krisenhelfer in einer gemeinsamen Erklärung mit. Sie durften diesem Schrecken nicht noch ein weiteres Jahr ausgesetzt sein. Im syrischen Bürgerkrieg wurden bislang mehr als 140.000 Menschen getötet. Mehrere Millionen sind auf der Flucht. Es ist ein trauriger 3. Jahrestag für den Vorsitzenden der Auslandsopposition. In Istanbul spricht der Präsident der syrischen Nationalkoalition vor einigen Anhängern und vor Journalisten. Wir sind nicht in einem Bürgerkrieg, wie manche behaupten, sagt Ahmed Jarba. Wir sind Opfer einer barbarischen Invasion, die vorgibt, Minderheiten zu schützen. Das sollen Internetbilder vom 15. März 2011 sein. Die erste größere Demonstration in Damaskus. Friedlich, friedlich, skandierte die Menge. Heute wirft die syrische Armee mit Sprengstoff und Metallteilen gefüllte Fässer über Wohngebieten ab, wie hier in Aleppo. Die Rebellen sind militärisch unter Druck. Aus friedlichen Protesten wurde ein grausamer Krieg. Die Luftwaffe vertreibt die Menschen. Die Flugzeuge sind Assads wichtigste Waffe. Wenn er die Luftwaffe nicht hätte, dann könnte er Aleppo nicht kontrollieren. Der Westen müsse helfen, militärisch und politisch, fordert Ahmed Jarba in einem exklusiven ARD-Interview. Syriens Machthaber Bashar al-Assad lässt sich unterdessen im syrischen Staatsfernsehen von Bürgerkriegsflüchtlingen feiern. Er will bei den Präsidentenwahlen im Frühsommer wieder antreten. Es gibt keinen Platz für Bashar al-Assad in Syrien. Das wäre eine Beleidigung für das syrische Volk. 9 Millionen Syrer sind auf der Flucht, fast die Hälfte der syrischen Bevölkerung. Es ist, so die Vereinten Nationen, das derzeit größte Flüchtlingsdrama der Welt. Die US-Regierung will ihre zentrale Rolle bei der Verwaltung des Internets aufgeben. Sie kündigte an, sich schrittweise aus der Aufsicht für die Organisation ICANN zurückzuziehen. Diese vergibt etwa Domainnamen für Internetadressen wie .com oder .org und sorgt für den technischen Rahmen des Internets. Innerhalb von 1,5 Jahren soll nun eine internationale Aufsicht geschaffen werden. Kritiker hatten das immer wieder gefordert, vor allem nach dem NSA-Skandal. Nach dem Urteil gegen Uli Hoeneß hat Bundesfinanzminister Schäuble strengere Regeln für die strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung angekündigt. Gemeinsam mit den Ländern wolle man die Voraussetzungen für die Strafbefreiung weiter verschärfen, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Unterdessen hat der Verwaltungsbeirat des FC Bayern München den bisherigen Vize-Vorsitzenden Hopfner als Hoeneß Nachfolger vorgeschlagen. Er soll auf einer Mitgliederversammlung Anfang Mai zum neuen Präsidenten gewählt werden. Für Borussia Dortmund wird der direkte Einzug in die Champions League immer mehr zur Zitterpartie. Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga unterlag das Team von Trainer Jürgen Klopp Mönchengladbach mit 1:2. Die letzten Augenblicke der Partie sah Dortmunds Trainer Jürgen Klopp nur noch als Zaungast. Er war kurz vor dem Ende eines dramatischen Spiels auf die Tribüne geschickt worden. Sein schwarz-gelbes Team begann stark und hatte beim Lattenschuss von Aubameyang seine beste Chance. In Führung gingen aber die Gäste vom Niederrhein. Vorbereitet von Hermann erzielte Raphael das 0:1 in der 31. Minute. Mönchengladbach wartete seit 9 Spielen auf einen Sieg und erhöhte 5 Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch Max Kruse. Der Nationalstürmer hatte zuvor 870 Bundesliga-Minuten lang nicht getroffen. Klopps 0:2-Gesicht hellte sich erst Mitte der zweiten Hälfte auf. Zunächst geriet Gladbach durch die gelb-rote Karte von Nordweit in Unterzahl. Dann erzielte der eingewechselte Jojic den 1:2-Anschlusstreffer. In der Schlussphase hatten die Gäste mehrfach Glück. 2 Handspiele von Dahms und Stranzel wurden als unabsichtlich gewertet. Kein Strafstoß. Und kurz vor Schluss blieb dem möglichen Dortmunder Ausgleich die Anerkennung verwehrt, weil Lewandowski Gladbachs Torhüter Ter Stegen im 5-Meter-Raum behinderte. So blieb es beim glücklichen Gästesieg im Borussenduell. 1899 Hoffenheim in Blau empfing den FSV Mainz 05 und nach 81 Sekunden der Strafstoß für die Gastgeber. Salihovic verschießt, eigentlich der Spezialist für Standardsituationen. Zusammenprall Andreas Beck mit einem Kameramann, 23. Spielminute. Beck blieb unverletzt, der Kameramann aber kam ins Krankenhaus, Verdacht auf Gehirnerschütterung. 49. Spielminute, Eugen Polanski verdiente Hoffenheimer Führung. Nur 3 Minuten später, Johnson zu Firmino, 2 Tore Vorsprung Hoffenheim und auch das ging völlig in Ordnung. Mainz 05 ohne nennenswerte Möglichkeiten und doch plötzlich mit dem Anschlusstreffer Maxim Choupo-Moting. 67. Spielminute und es entwickelte sich ein nicht erwarteter Spielverlauf. Süle schießt Salah an, der Ausgleich für Mainz. Und innerhalb von 8 Minuten das dritte Mainzer Tor, Shinji Okazaki 3:2. Und in der Nachspielzeit dann nochmal Okazaki 4:2, gewinnt Mainz in Hoffenheim. Nicht nur für Hoffenheim-Trainer Markus Gisdol ein überraschender Endstand. Die weiteren Ergebnisse: Braunschweig-Wolfsburg 1:1, Berlin-Hannover 0:3, Bremen-Stuttgart 1:1. In der Partie München-Leverkusen steht es kurz vor Ende 2:0. Bereits gestern verlor Augsburg gegen Schalke mit 1:2. Morgen trifft Hamburg auf Nürnberg und Frankfurt hat Freiburg zu Gast. Die Tabelle: Spitzenreiter Bayern München könnte mit einem Sieg nächste Woche vorzeitig Meister werden, aber nur, wenn die Verfolger Dortmund und Schalke nicht gewinnen. Leverkusen belegt Platz 3, Mainz jetzt 5. Dann Wolfsburg und Mönchengladbach. Hoffenheim führt weiter die untere Hälfte an. Hannover und Bremen wechseln die Position. Dahinter unverändert Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart. Der HSV auf dem Relegationsplatz, auf den Abstiegsrängen Freiburg und Schlusslicht Braunschweig. Am vorletzten Wettkampftag der Paralympischen Spiele in Sotschi sind die deutschen Athleten ohne Medaille geblieben. Dennoch gab es eine Überraschung. Biathlet und Langläufer Wilhelm Brehm, der bisher noch keinen Podestplatz einfahren konnte, wird bei der Abschlussfeier morgen die deutsche Fahne ins Stadion tragen. Damit sollen die langjährigen Leistungen des 36-Jährigen gewürdigt werden, so der Deutsche Behindertensportverband. Der Skiflug-Weltmeister 2014 heißt Severin Freund. Und das nach 2 Flügen auf der Schanze in Harachov, Tschechien. Wegen zu heftigem Wind mussten heute die Durchgänge 3 und 4 abgesagt werden. Die perfekten Flüge von gestern bedeuten also, dass Severin Freund nicht nur Halbzeitführender, sondern auch richtiger Weltmeister ist. Nach dem olympischen Teamgold in Sotschi, nun in Harachov der erste Einzeltitel für den 25-jährigen Bayern. Silber ging an den Norweger Bardal, Bronze an den Slowenen Priuz. Die Lottozahlen: 3, 12, 23, 33, 36, 41, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 5.